Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Empire. Ja, wir sind immer noch dabei, unseren Dungeon weiter auszubauen, aber sonst jetzt gleich sind wir fertig. Ich habe mich ja schon durchgebaut, haben wir hier die schon getötet, jetzt werden wir als nächstes die hier oben töten. Ah, sehr gut. Ich kann das... Ah, kann doch durchbauen. Ich habe nämlich gerade schon gedacht, das sieht schlecht aus. So, weil ich gerade nicht weiß, wo Baal rumlungert, porte ich den mal, weil der muss mal ein paar Imps ausheben. Weil auch einer von denen mal in die Spielhölle muss und ein paar kostenlose Einheiten generieren. Damit ich da auch die DEC-Points für kriege. 1, 2, 3, 4, bla bla bla. 6 unterschiedliche Einheiten. Dann können wir noch hier die Succubus mit reinnehmen. Aber die kostet mich leider auch Pilze, die ich nicht habe. So, Vorratskammer. Man kann nie genug Vorratskammern haben. Ich kann es nicht häufig genug erwähnen. Na, vielleicht doch kann man. Vielleicht kann man es doch häufig genug erwähnen. Arcanum habe ich gebaut. Den Extraktor habe ich ja auch fertig. Renn weg, Arbeiter! Dover Troll. Aber ich habe dich rausgelockt. Das bedeutet, jetzt kann ich dir zeigen, wo der Hammer hängt. Haha. Und jetzt mache ich dasselbe mit deinen Höllenhunden. Die haben auch nichts drauf. Da kommt's. Von links, rechts, oben, unten. Dazwischen, zwischen den Augen. In alle 6, 8 Augen. Nee, stimmt gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doch, die erste Intuition ist doch immer die richtige Intuition. So, dann nehmen wir die anderen auch noch auseinander. Dann können wir gleichzeitig schon hier den Durchgang machen. Und den Höllenhund auch noch. Und wir haben einen verloren hier oben. Was haben wir denn hier dran verloren? Den Speer, ne? Ja, die Speer sind auch Kartoffeln. Wünschte, ich hätte ein bisschen Lebensmittel. Was ist denn jetzt hier rausgekommen? Albino-Rattenmensch. Oh, der hält einiges aus. Und mein Schreckensfürst geht bedrohlich nach unten. Weil wir permanent hier Schaden kriegen. Und die gezüchtete Ratte rennt meinem Arbeiter hinterher. Die machen auch noch zusätzlich Schaden. Düt, war chill. So, jetzt können wir den Speer nochmal bauen. Können natürlich mal gucken. Trainingsraum. Können wir auch hier einfach in die Ecke direkt bauen. Jetzt haben wir erstmal alle besiegt hier unten. Komm, wir schicken die mal zum Essen, auch wenn die gar nicht essen müssen. So, Stufe 2 Truppe. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Holz. Ah, Glück gehabt. Jetzt wäre ich fast schon losgezogen. So, gucken, ob die auch in den Extraktor reingejagt werden. Wundervoll. Na, Ansichtssache, ob das wundervoll ist. Es ist okay.
Und das Beste ist einfach, ich kann ihn nicht töten, ne? Ich könnte die theoretisch töten, indem ich die einfach irgendwo hinschicke, wo die sterben. Naja, wir schicken die erstmal raus. Beziehungsweise sammeln erstmal wieder hier Materialien ein. Plus Futter. Fische sind Freunde, kein Futter. Bam. Und der auch weg. Bam 2. Und? Ach, die sind hier auch fällig. Gut. 350 können wir maximal einladen. Ach ja, Succubus beschwören. So, wir schicken mal ohne Heilung den Trupp 3 jetzt los. Und zwar mal hier. Und schauen, ob die überleben oder sterben da. Aber ich hoffe mal, dass ein paar sterben davon, damit meine Bevölkerung ein bisschen zurückgeht. Weil ich schon maximales Bevölkerungslimit erreicht habe. Ach toll, sind gerade mal Level 1er. Die werden nur, wenn ich Pech habe, meine vernichten. Ah gut, der Berserker ist schon mal tot. You have reached your maximum population. Komm, töte sie. Neun verschiedene Räume. Ich habe keinen Stufe 3 Trupp bis jetzt. Ach, ich kann ja auch Fallen herstellen. Aber nur unterschiedliche, bitte. Toll, ich glaube, die haben das auch noch geschafft. Was fällt denen ein? Na komm. Kommt wieder. Damit ich euch in den nächsten Tod schicken kann. Ja, vier verschiedene Fallen ist natürlich auch wieder so eine Sache. So. Jetzt haben wir vier verschiedene Fallen gesetzt. Und 10 Fallen muss ich so setzen. Was immer doof ist, weil 8 ist das, was ich dann erreichen müsste. So. Ja, schick mal noch einen Level 1 Priester mit. Futter doof, Schatz auch doof. Bretter, haben wir nicht Level 3 Bretter irgendwo nochmal? Ne, haben wir nur einmal. Dann machen wir Schatz 3, auch wenn es Schwachsinn ist. Arschlecken. So, 2 Fallen wieder abreißen. Und neu aufbauen. Der saß eh doof. So, Einheiten ausrüsten. Das können wir natürlich auch in Angriff nehmen jetzt. Und wir haben sogar den Trainingsraum für dich.
dann kann man ja sogar theoretisch Truppe 1 zum Training schicken. Aber nur ganz theoretisch, nicht praktisch. Ach, Hotkeys wären so geil. Boah, wenn man einfach eine Taste drücken könnte und der würde dann kein Übungsraum verfügbar. Whatever. Achso, kein Übungsraum nötig. Er sagt zwar kein Übungsraum verfügbar, aber in Wirklichkeit meint er, es ist keiner nötig. Ach, Truppe 3 wurde ausgelöscht. Welch ein Segen. Können wir hier eine neue aufbauen. Bam. Und der Speer noch. Jetzt haben wir keine Truppenstufe 2, ist mir aber total schnuppe. Aber mit etwas Glück stehen doch eh in Reihe und Glied da. So, jetzt können wir die Top-Rüstung machen. Die zwar erst ab Stufe 3 verfügbar sind für die Einzelnen, aber ist doch schon mal ganz cool. Habe ich die mittlere Rüstungsstufe schon übersprungen? Rüstung bereits angelegt. Schön. Rüstung 2 nicht angelegt, Rüstung 1 angelegt. Das ergibt keinen Sinn. Und dann muss ich jetzt hier nochmal die normalen Rüstungen machen. Das würde für mich echt keinen Sinn ergeben. Ich kann mich lieber darauf konzentrieren, vielleicht noch Einheiten, beschwörbare Einheiten zu holen. Oder kostenlose Einheiten auch. Wo ist denn ein Imp frei? Ja, der hier ist frei. Weil ich brauche nicht noch mehr Futter. So. Waffen, Waffen und nochmals Waffen. So, dann können wir auf die Übersicht gehen, dann können wir nämlich nochmal Material sammeln. Ah, hier ist ein Dreierholz. Nein, nicht jetzt! Dann machen wir es halt hier rüber. Ausgerechnet, jetzt kommen auch so viele Kleriker dann. Haben wir sonst keine mehr versteckt? Soldatentechnische Leute? Nö. Da komme ich ja nicht dran. Gibt doch nicht hier irgendwo einen Zauberstab. Ah gut, mein Überfalltrupp kommt zurück. Nur 8 von 16 ausgerüstet angeblich. Wahrscheinlich ist er immer gemeint mit Rüstung. Ja, also nehmen wir doch die andere Rüstung auch noch mit. So, was macht Truppe 3? Nix. Truppe 3 kommt gerade zurück. Alles angelegt.
Jetzt werden die letzten Einheiten noch. Dann sollten wir ja 16 erreichen. So, dann sind wir damit auch durch. Dann geht es nur um kostenlose Einheiten beschwören. Aber dafür ist der hier ja schon am Rumlungern. Verschiedene Räume. Und Helden extrahieren. Ja, können wir halt den Kerker noch mitnehmen. Ich weiß, ich muss eigentlich nicht immer alles mitnehmen. Aber ich weiß nicht, manchmal fühlt sich das ganz gut an. So. 16, nein, 6 Einheiten beschworen. Ja, sind ja auch genau 6. So, dann gehen wir mal hier weg. Schatzgrube. Bäh. Alles bäh. Vor allem, ich habe nur 13 von 16 ausgerüstet. Obwohl ich doch genug habe. Also ich habe doch hier alle ausgerüstet mit Bewaffnung und schieß mich tot. Ach egal. Gehen wir aus dem Dungeon raus. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Beförderung. Aha. Anzahl verschiedener Räume. Ah, da ist die Hexenmeisterin, die ich begleiten soll. Gucken wir nochmal eben, ob ich nicht irgendwas noch brauche. Hallo Hexenmeisterin, wir begleiten dich jetzt. Ich bin Baal, du bist Hexenmeisterin. Kein Problem, wir machen das schon. Kippt erstmal der erste um. Ne, ich sammle keine Pilze mehr. Gut. Ah, ich sehe schon, die Hexenmeisterin läuft einfach weiter, sobald freigeräumt ist. Upsala, Sequenz. Are you perhaps lured by my divine aura? Fancy a bit of the old jiggery pokery with a demigod? Not to be rude or anything, but I'd rather drink a cup of mucus mixed with broken glass. I'm here to collect a book, that's all. Well, that sounds kind of a poor excuse, don't you think? Seeing that the library is up there and you are down here with little old me. Not if the book was gone from its shelf and I was about to offer your minions the job of finding it. Nice try avoiding the issue. Anyway, I'm married now, so... A job, you say? Yes. I'll give you something nice if your minions retrieve the book. I have a feeling that it's still in the mountain. Sounds fair. Anything else? I'm kind of in the middle of something. No, that's all. Or rather... What? Changed your mind regarding some whoopee? Got a pitcher of mucus and some broken glass? No. I thought that you, being the power of ultimate evil and so on, would like to know that an order of wizards are secretly fostering a group of very special children in one of the vales close by. What do you mean by special? The wizards have gathered all the younglings in Ardania, matching the description of the Chosen One, as described in the Chronicles of Jurlik the Prophet. You know, the one who will defeat evil and restore joy to the Land of Kings. Seemed like something I ought to tell you. One friend to another, as it were. Love ain't no stranger Upsala. To the Death Priestess, I assure you. She just likes to play. What's the point in? Well, never mind. I've got problems that happen. Brenne das Anwesen der Auserwählten nieder. Ja, welcher Trupp darf das erfüllen? I've marked the location of the Wizard's Tower on the world map, so remove all wizards and their chosen ones. Machen wir mit Truppe 1. Der Rest darf weiterziehen. Was ist das denn?
Aha, öffne das Tor. Well, that gate is obviously bolted by some strange form of extremely powerful magic. And you know what? I sense an equally powerful presence in these caves. Maybe it's related. Schaffen sie es denn, die Magier auszuschalten? Sieht aus wie eine Scheune. Vor allem greifen sie meinen Speer an, die Säue. Das sollen die sein lassen. Scheune umfunktioniert in Kirche. Können wir das hier öffnen? Was ist denn, wenn ich hier rüber gehe? Öffne das Tor. Und das hier ist der... Ach so, das ist der, um das andere zu öffnen. Na, wo wollt ihr denn hin? Oh, ein Succubus. Möchtest du nicht auch Liebe mit mir machen? Succubus Power. So, aber wir sind am Ende unserer Zeit. Nächstes Mal geht's weiter mit Empire. Irgendwann muss das Ende ja auch erreicht sein. Mohaha. Bis dann. Ciao.